Maddox. Jeder trägt einen Glückskompass in sich. Davon ist Deutschlands Sexexperte Nummer 1 Paula Lambert überzeugt. Man muss nur wissen, wie man ihn aktiviert. Warum uns selbst Krisen und Schicksalsschläge stärker machen, das weiß Paula aus eigener Erfahrung. Sie wurde als Kind schwer vernachlässigt. Mit 6 Monaten wurde sie halb verhungert aus der Wohnung ihrer drogensüchtigen Mutter gerettet und kam in eine Pflegefamilie. Warum man selbst nach so einem harten Start ins Leben glücklich werden kann, das beschreibt Paula in ihrem neuen Buch Geh schon mal in dich. Das Glück kommt dann nach. Guten Morgen, meine liebe Guten Paula. Guten Morgen, liebe Annika. Was hast du denn genau erlebt? Ich habe das, was man gemeinhin eine schwere Kindheit nennt. Und habe gewechselt zwischen Pflegefamilie und dann bin ich wieder zu meiner leiblichen Mutter zurück, die ich aber gar nicht kannte. Also es war ein bisschen blöd und erst später habe ich gemerkt, was das eigentlich für Auswirkungen auf mich hat. Aber gleichzeitig bin ich dadurch natürlich auch super resilient geworden. Also ich bin da wie so ein bisschen mit Teflon überzogen, was Schicksalsschläge angeht. Was hat es denn mit dir gemacht, diese Spuren? Welche sind das? Naja, ich hatte ein sehr, sehr schlechtes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Also ich habe mich immer unter Wert verkauft. Habe nie irgendwas eingefordert für mich, dachte immer, ich bin ungeliebt, blöd, falsch, die ganze Zeit nicht richtig, egal was ich getan habe. Und irgendwann fiel mir auf, dass das gar nicht so ein gutes Lebensgefühl ist und dass es irgendwie besser gehen muss. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich da hin? Was war denn bei dir so der Wendepunkt? Wann hast du gemerkt, oh, jetzt muss ich was machen? Der Wendepunkt war, als ich mit dem inzwischen verstorbenen Schriftsteller Wiglaf Droste bei Wein zusammensaß und plötzlich geweint habe. Also ich habe so doll geweint, dass ich mich übergeben habe vor Trauer, weil sich alles auf einmal gelöst hat. Und als ich dann kurz danach mein erstes Kind bekam, da wusste ich, oder habe ich erst den Unterschied gemerkt zwischen so fühlt man sich natürlicherweise einem anderen Menschen gegenüber, den man geboren hat, und wie es mir eigentlich ging. Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht. Und weil das bei mir wahnsinnig spät angefangen hat, die Findung, wollte ich es euch jetzt einfacher machen, allen da draußen, denen es auch so geht, und habe dieses Buch geschrieben. Ja. Das hast du super zusammengefasst. Du hast auch erzählt, dass du wahnsinnig viel Therapie hinter dir hast. Mhm. Ich habe eine Freundin, die hat erzählt, so die ersten 200 Stunden Therapie sind eigentlich nur das Badewasser einlassen. Und dann fängt man richtig an, tief zu graben. Ist das, hast du auch dein Gefühl? Ja, also 200 Stunden sind schon ganz schön viel. Es kommt natürlich immer auf die Therapeutin oder den Therapeuten an, aber ja, das dauert. Und es ist ja auch nicht so, dass du irgendwann nach einer Therapie aufwachst und denkst, wuhu, jetzt bin ich geheilt, sondern es sind kleine Schritte, die zum Glück führen. Und irgendwann blickst du zurück und merkst, wow, ich bin schon so weit gekommen und jetzt ist irgendwie alles leichter und ich reagiere gar nicht mehr. Ich lasse mich nicht mehr triggern von bestimmten Sachen und weiß jetzt, dass ich Nein sage, wenn ich etwas nicht möchte oder dass ich auch zu Menschen Nein sagen kann, die mir einfach nicht gut tun. Und das konnte ich früher nicht. Was rätst du Menschen, die in dieser Spule sind, die, wie du vorhin auch gesagt hast, diese ewig, wenn man sich selbst so fertig macht, diese Sätze, ja. Dieses, ja, ich kann das halt nicht, ich bin eigentlich nicht gut genug, ich werde nicht geliebt. Genau, ich werde nie jemanden finden. Genau, was rätst du den Leuten, die sich in dieser Spule befinden und überhaupt nicht mehr rauskommen? Mein Buch lesen wäre Schritt super. 1, ja, guter Schritt. Vielleicht meinen Podcast hören über gescheiterte Beziehungen. Schritt 2, gut. Meine Sendung auf Six gucken. Und dann vor allen Dingen ehrlich zu sich sein. Das ist total wichtig, weil jeder von uns hat diese Baustellen. Ja, manche schlimmer, manche weniger schlimm. Und es bringt einem einen totalen Vorsprung, wenn man zugibt, dass es einem schlecht geht. Vor sich selber erstmal. Mhm. Und dass man aber auch weiß, dass es Hilfe gibt. Es gibt Hilfe und es wird besser. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Und ich glaube auch Hilfe annehmen. Ne? Also Schritt 1 ist ja, dass man selbst merkt, okay, ich habe echt ein Problem. Schritt 2 ist ja, dass man es auch den anderen zugibt und sagt, okay, ich kann gerade nicht. Ich muss erst mal an mir arbeiten. Und vor allem aufhört, sich zu vergleichen. Die Person ist schon weiter, dem geht es besser und so weiter. Es geht nur um einen selber und um die eigene Entwicklung. Und was sagst du Menschen, die Angst vorm Scheitern haben? Das ist nämlich auch echt genau das Ding. Alle haben Angst, zu fallen, zu scheitern, irgendwas nicht gut genug zu können. Ich bin 1000 Mal gescheitert und bin jedes Mal besser wieder hochgekommen. Also ich bin ein großer Fan des Scheiterns, ganz ehrlich. Es ist ein tolles Buch, liebe Zuschauer. Geh schon mal in dich, das Glück kommt danach. Ich finde es fantastisch. Danke. Ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank für die ganz klaren Worte. Paula Lambert. Danke. So, Matthias, jetzt aber schnell.